Man kann daran auch verzweifeln. Man kann auch an Büchern verzweifeln. Wenn sie können auch trösten, aber sie können einen auch abstürzen lassen. Gerade weil sie ehrlich sind. Gerade weil sie ehrlich sind. Gerade weil sie ehrlich sind lassen. Gerade weil sie ehrlich sind. Was ja ganz gleich manchmal Poesietagen hier in der Landeshauptstadt Düsseldorf, die nach der Premiere im letzten Jahr nun zum zweiten Mal stattfindet, zu begrüßen. Sie hat Germanistik und Romanistik in Temeswar studiert, war 76 bis 79 Übersetzerin in der Maschinenfabrik, 79 bis 83 Deutschlehrerin, ist seit 84 freie Schriftstellerin, was man so bei uns frei nennt. Gestern sagte Herr Straub, Holz macht stolz. Und dann, was immer passiert, Hauptsache kariert. Ich dachte, er nimmt sich die Einfachheit, die es eilig hat, aus dem Silbersack der Zeit. Und mein Vater setzte sich darauf wie auf einen mageren, weißen Gartenstuhl aus Gusseisen. Ja, und dann ritt er damit. Aber hinter dem gemalten Braun begann ein Ort, schaukelte und endete eben dort. Ja, die erste Frage ist vielleicht, wie kommt man dazu? Die Collage und Text, wie hat das angefangen? Ach, ganz, ganz banal. Ich war viel unterwegs und ich wollte mich bei Freunden melden und wollte keine Ansichtskarten schicken. Und dann habe ich im Zug oder im Flugzeug, damals durfte man ja noch die Schere im Flugzeug haben, aus Zeitschriften oder der Zeitung immer zwei, drei Wörter ausgeschnitten oder ein, zwei Sätze, das schreckliche Wort also, und wenn es einen Ort wirklich gibt, steife das Verlangen oder ganz kurze Sachen und ein kleines Bild dann von irgendwo draufgeklebt und dann habe ich das hinten drauf geschrieben als Ansichtskarte. Und ich habe dann durch diese Gebrauchskarten gemerkt, wie viel so ein Wort oder Wörter hergeben, die man einfach so aus dem Zufall, aus anderen Texten, nicht literarischen Texten nimmt. Und ich habe dann angefangen, das zu Hause zu machen. Wahrscheinlich hat es mir so gefallen. Und dann waren wir, zuerst habe ich das in der Küche nur gehabt, auf dem Hackbrett. Und wir hatten eine sehr kleine Wohnung und dann musste ich das immer abends wegräumen, habe das Hackbrett immer wegtragen können. Und dann sind wir umgezogen und dann habe ich das in Berlin auch weitergemacht und habe dann einen Wörtertisch gehabt. Dann waren wir alle auf dem Tisch und ich konnte so rundherum gehen. Und dann waren wir nach einem Jahr staubig, musste ich sie alle wegwerfen, weil der Staub hat sich verwischt beim Kleben. Ich glaube, es hat vielleicht auch viel mit meiner Biografie zu tun. Erstens weiß ich, dass in Rumänien war alles so grau. Es hätte gar kein Material gegeben. Also es gab ja nur staatstragende Zeitschriften oder Zeitungen.
Aber dann ist es einfach weg. Dann ist es einfach weg. Aber wenn ich fertig bin, komme ich sofort wieder dahin und freue mich drauf. Weil ich weiß, wie sinnlich diese Arbeit ist. Und es ist auch, man hat es schneller fertig. Auch nicht schlecht. Also eine Woche hat man dann etwas hinter sich. Und wenn man so lange einen Text hat, das geht 2 Jahre lang mit literarischen Figuren und Geschichten und das muss passen und das insofern ist man hier, die Intensität ist vielleicht dieselbe, aber sie dauert nicht so lang, der Kürze wegen. Andererseits habe ich dann aber auch, erwische ich mich auch selbst, dass ich vorformuliere für etwas, was dann in der Prosa wiederkommt. Also ich kenne die Wörter nochmal was Eigenes. Also plötzlich kommt nicht dieses Fliegen hier an, ne, Farbe zu lieben, den Fliegen. Wenn ich es ausgestiegen habe, ist das Fliegen der Lufthansa ein Tier. Das ist das nicht verrückt? Das Wort aus dem Kontext herausgenommen und schon ist es was anderes. Ja? Und solche Sachen passieren ja. Weil ich finde, Erpressung ist eines der übelsten Dinge. Das ist etwas, ich kenne Erpressung durch den Staat, durch den Geheimdienst zum Beispiel. Das ist eigentlich mit das fast das Schlimmste, was einem passieren kann. Nicht, also das ist auch seltsam. Außerdem frage ich mich auch immer, ob diese Wörter in diesem Film, ich habe zigtausend Wörter in den Schubladen. Manche werden schon alt, dann sieht man, das Papier wird porös, es geht wie uns. Also unsere Haut verändert sich. Dann sehe ich schon, dass das ganz alt ist, das Wort. Oder denke ich mir, wartet das jetzt? Will das jetzt endlich mal in einen Text? Oder denke sich, ja nicht, lass mich zufrieden. Zu dem Motto ja, von Stefan Hessel. Für den ist das ja Poesietage. Der hat das, dieses Motto: Oben lang ist das Leben und gestartet ist die Hoffnung von Apollinaire gewählt für diese Poesietage. Und ich wollte einfach nur von Ihnen wissen, wie Sie das einschätzen: die Lyrik als Kraft der Hoffnung. Das ist einfach meine Frage. Ich glaube, jede Art von kreativer Arbeit ist Hoffnung, weil man sich in der Arbeit aufgehoben fühlt und weil sie einen auch, man definiert sich ja auch dadurch. Und ich glaube, jeder Mensch hat irgendeine Art von Kreativität in seiner Arbeit, auch wenn er von Oberfläche immer dasselbe tut, aber er tut es vielleicht jeden Tag anders, selbst wenn er an einem Fließband steht. Weil jeder Tag eben ein anderer Tag ist. Da würde ich der Poesie nichts ganz Großartiges einräumen, was andere Dinge nicht haben. Vielleicht weiß ich zu viel vom Leben. Und Menschen, die nicht schreiben, müssen auch ihre Hoffnung haben. Und dieses mit dem langen Leben, ich meine, das ist auch fast eine Klage auch schon. Das Leben kann auch, wenn es ganz schwer ist, kann es auch zu lang sein. Und wenn man es nicht ändern kann und das, was passiert, nicht aushält.
Das kenne ich ein bisschen aus meiner Biografie. Trotzdem heißt das nicht, dass man nicht gerne lebt. Ne? Und, sind das romantische Illusionen oder Illusionen von Glück oder Unglück? Das kann ja auch eine Frage sein, wieso wie stark ist sie? Vielleicht ist das gar nicht bestätigend und sagt, sie ist stark, sondern einfach, wie stark ist sie? Das kann ein Ausrufen sein, man kann sich darüber wundern, dass es sie trotzdem gibt. Oder es kann eine Frage sein, oder es kann eine Feststellung sein. Je nachdem, was gerade passiert. Und können Sie sich vielleicht vorstellen, dass man aus dieser Lyrik so viel Kraft der Hoffnung schöpft, dass man vielleicht überlebt, dass man Situationen überlebt, Krankheiten überlebt, schlimme Situationen im Leben überlebt, mit der Lyrik? Ja, vielleicht. Es ist halt die konziseste Form. Aber ich würde mal sagen, vielleicht mit dem, was man Kunst nennt. Aber das ist für andere Menschen, ist es ein Garten oder ein Spaziergang im Park oder je nachdem. Also die Leute, die keinen Zugang zu Büchern haben, haben auch ihre Möglichkeiten oder suchen sich irgendwelche, die ihnen diese Hoffnung geben. Und ich meine, für unser Eins ist es halt vielleicht die Literatur, aber wie gesagt, es kann auch was anderes sein. Man kann daran auch verzweifeln. Man kann auch an Büchern verzweifeln. Wenn sie können auch trösten, aber sie können einen auch abstürzen lassen. Gerade weil sie ehrlich sind. Was ja ganz vielleicht manchmal nicht schlecht ist, weil man wissen will, wie es ist und man will nicht enttäuscht werden. Und ich meine, in der Lyrik muss man sich halt sehr stark selber einbringen. Aber es gibt Situationen, wo das vielleicht gar nicht mehr geht, weil ich habe ja mit Oskar Pastor lange gearbeitet an diesem Buch über die Deportation. Ich meine, das waren Zwangsarbeitslager. Das ist nicht vergleichbar mit einem Konzentrationslager. Das Zwangsarbeitslager ist im Vergleich zu einem Konzentrationslager vielleicht nur ein Missgeschick. Aber trotzdem hat man dort sterben können an Hunger und Erfrieren und an der Unterernährung. Und er sagte oft, dass der Kitsch, das, was wir so leichtsinnig Kitsch nennen, war der größte Trost. Und da war nicht mehr Lyrik, sondern da waren das Schlager oder ganz flache Sachen, weil die Form fest war und man musste sich nicht mehr so viel einbringen, weil es war schon in der Form drin und mehr Kraft hatte man nicht. Oder man hat sich gar nicht mehr getraut, weil man keinen Grund mehr hatte dazu. Ja, danke. Wunderbar. Man kann auch an Büchern verzweifeln, wenn sie können auch trösten, aber sie können einen auch abstürzen lassen. Man kann daran auch verzweifeln. Man kann auch an Büchern verzweifeln, wenn sie können auch trösten, aber sie können einen auch abstürzen lassen. Gerade weil sie ehrlich sind. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.